Eigentlich ist das doch gar nicht mal so schlimm, dass ich keine Aufnahme habe, dass der Call draußen war. Er muss es ja auch widerlegen können, dass der Call nicht draußen war. Na, dazu haben wir es abends eingepackt. Was? Alter, wird fett der Mann, der ist gerade gleich. Wenn es gleich in Kurve. Call ist immer noch draußen, darf ich nicht einpacken. Ja, ich habe die ganze Zeit nicht Kontakt zu ihm. Rein theoretisch kriegen wir doch das, was die eingepackt haben, erstattet. Ne? Nee. Nicht? Ja, nur auf Regel bezüglich darauf hingewiesen, so gesehen. Schade. Dann. Da haben wir uns zu lange gebraucht. Mann, ich krieg ihn halt nicht, Mann. Muss näher dran sein, muss einen Fehler machen. Das sind halt auch langsam für Scheiße. Ja, was soll ich machen? Fährt Richtung Cavallo. Kann ich mich während ich. Ach nee, Scheiße, dann darf ich nicht nachjoinen, gell? Oh fuck, ich hab mich geflippt. Ich hab mich geflippt, oh mein Gott. Sonst hätte ich gesagt, ich lock mich aus, join, spawn Cavallo und fahre ihm mit Ifrit entgegen. Kannst du nicht. Ey, wenn er einpackt, Alter. Aber Hauptstraße müssen wir ihn doch kriegen. Stony, du kannst rausballern, ne, von vorne. Wo seid denn ihr gerade? Glashändler. Drogendealer vorbei. Glashändler. Ja, das schaffst du nicht mehr, er ist hier gleich bei Cavallo. Trotzdem. Er macht aber. Safe. Ich hab einen Kill. Hast du dich wieder entflippt? Ich bin nur, keine Ahnung, 50 Meter hinter ihm. Ich kann halt nichts machen. Kannst ihn rammen. Ja, habe ich ja versucht, aber. Hat auch ein Mega geflippt. War das eigentlich gerade Mara, der umgekommen ist? Alex Firestorm war das, den du abgeschossen hast. Verdammte Scheiße, ich gebe dir jetzt nur 5 Minuten, um eine Schlichtung zum Channel aufzusaugen, sonst sorge ich für Konsequenzen. Was? Screenshot gespeichert, Drohung, Androhung von Konsequenzen wird bann kann durch Dings geschossen. Oder ich frage ihn mal, was für Konsequenzen. Erstens Fail-Appeal, zweitens Androhung von Banden und Bandenstraft. Bandenstraft werden. Dennis ist abenteuerlich unterwegs. Ich hatte schon ein bisschen Schiss gerade. Ja, er ist Safe Zone. Er darf doch gar nicht in die Safe Zone flüchten. Ja, er ist in der Safe Zone hier bei der Garage. Er ist nachher angekommen. Ich hab